Ja, wunderschöner Freitag draußen, schlechte Stimmung drinnen. Und ich möchte euch jetzt gleich mal hier mitnehmen zu einem Video, das ich heute gesehen habe zum Thema Inflationsausgleichs, ja, Prämie und Rente. Und der zweite Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, der wird euch wahrscheinlich komplett von den Socken hauen, was Olaf Scholz dort von sich gibt. Aber erstmal zu Teil 1. Um was geht es da? Also es geht grundsätzlich dazu, dass Olaf Scholz in der Fragerunde ist mit Bürgern. Das sind keine besorgten Bürger oder sonstiges, sondern der stellt, das sind wirklich ganz normale Bürger, die einfach Fragen stellen, die sie dem Bundeskanzler einfach stellen können. Ich blende euch den Clip mal hier kurz ein, zumindest von Teil 1. Meine Frage ist jetzt, was plant die Bundesregierung, um diesen Kaufkraftverlust für die Rentner entsprechend auszugleichen? Zum Beispiel gab es ja jetzt bei den Gewerkschaften eine steuerfreie Einmalzahlung von 3.000 Euro. Gibt es was Ähnliches von Ihnen? Naja, rechnen Sie mal die Zahl der Millionen Rentner mal 3.000 Euro. Dann setzen Sie sich ganz langsam hin. Also, oder besser, Sie machen das, bevor Sie gerechnet haben, dass Sie sich schon hinsetzen. Das ist eine ziemliche Summe Geld. Wie man im Clip sieht, der Rentner fragt also ganz normal, ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit Rentnern? Kriegen die eine Art Inflationsausgleichsprämie? Weil der DGB hätte das ja für die Gewerkschaftler beschlossen, also die Gewerkschaften hätten das beschlossen. Und auch an der Stelle die Bundestagsabgeordneten und natürlich auch hier die Minister gönnen sich ja auch diese 3.000 Euro. Und da wäre die Frage gewesen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Kann man das nicht für Rentner auch irgendwie umlegen? Das ist so ein Thema, wo ich natürlich sage, okay, auf der einen Seite denke ich mir schon, oh je, das beteuert, da kann ich auch Olaf Scholz an der Stelle verstehen. Doch muss ich auch ganz klar sagen, das Grinsen bzw. die Reaktion dazu ist doch etwas, ja, sag ich mal, respektlos. Und wenn man natürlich sagt, okay, 63 Milliarden, wenn man umrechnet auf knapp 21 Millionen Rentner, mal 3.000 Euro, wäre das schon eine zusätzliche Belastung. Man könnte aber durchaus sagen, dass man es eventuell über mehrere Monate streckt oder nicht die vollen 3.000, sondern 1.500. Gibt es Möglichkeiten? Denn was Olaf Scholz und auch die SPD an der Stelle jetzt, glaube ich, vergisst, ist, dass gerade, ich würde mal schätzen, dass der Mann sowas um die 65 bis 70 ist, vielleicht schon Rente, wahrscheinlich 67 bis 70, dass er da wahrscheinlich ist. Vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht geht jetzt noch bald in Rente, kann ja auch sein, oder seine Freunde, Bekannte von ihm sind in Rente. Dass man hier ganz klar sagen kann, ja, wer hat denn eigentlich in den letzten Jahrzehnten das Land hier wirklich aufgebaut? Also, das war ja gerade die Generation, die jetzt auch in Rente geht oder die, die jetzt in Rente ist, gerade diejenigen, die nach dem Krieg wirklich dieses Land wieder aufgebaut haben, im Grunde Nachkriegsgeneration, die den heutigen Wohlstand erst erwirtschaftet hatten, von dem wir, auch ich heute, als, sag ich mal, ja, junger 35-jähriger Steuerberater davon profitiere, wenn nicht die Generation vorher sich auf gut Deutsch den Popo so aufgerissen hätte. Und da ist es im Grunde die Antwort, finde ich, da ein bisschen unverschämt, dass man hier ganz klar sagt, ja, rechnen Sie es doch einfach mal durch und dann 21 mal 3.000, 21 Millionen mal 3.000, das ist doch schon eine, sage ich mal, Hausnummer. Verstehe ich, wie gesagt, aus wirtschaftlicher Sicht, aber hätte man durchaus etwas respektvoller mit dem, ja, mit der Person umgehen können. Vor allem, wenn man nicht weiß, wer überhaupt dieser Rentner war. Jetzt möchte ich aber Teil 2 des Videos, und das ist was, wo ich sage, da hat es mir wirklich den Vogel rausgehauen, wie unverblümt eigentlich mittlerweile über dieses Thema gesprochen wird. Also das Thema Rente. Und den Clip blende ich euch jetzt ein. Ich habe neulich bei einem großen Betrieb mit Auszubildenden gesprochen. Da fragte mich eine 20-Jährige, wie es mit der Rente ist. Nachdem ich mich davon erholt hatte, habe ich eine Antwort gegeben. Also, was sagst du dazu? Olaf Scholz macht sich hier im Großen und Ganzen über eine 20-jährige Auszubildende, zumindest laut seiner eigenen Aussage hier, eine Auszubildende lustig, die in diesem Video, in diesem, ja, bei dieser Werksbesichtigung fragt: Ja, Herr Bundeskanzler Scholz, sie mache sich Sorgen wegen der Rente und der Höhe der Rente. Und seine Reaktion ist im Grunde ein Lachen, beziehungsweise erstmal musste er sich fassen, weil es gar nicht die, weil die Frage gar nicht verstanden hatte, wie anscheinend diese junge Dame überhaupt noch auf die Idee kommt, überhaupt Rentenbezüge zu bekommen. Ja, genau. Das war im Großen und Ganzen das, worum es hier geht. Die junge Dame hat natürlich hier, wie jede oder viele Arbeitnehmer, jetzt gerade die Sorge, dass sie sagen: Hey, mir wird das im Grunde monatlich, gehen hier
19,6, glaube ich, sind es aktuell, also knapp 19%, sagen wir mal, gehen wir hier monatlich von meinem Lohn weg und werden dann in eine fiktive Kasse eingezahlt, von der ich nie was bekomme. Hat im Großen und Ganzen Olaf Scholz gerade als Bundeskanzler eigentlich in diesem Video bestätigt, weil er sagt, ja, ich muss mich erstmal erholen von dem Schock und dann habe ich ihr geantwortet. Ja, und die Antwort war, wahrscheinlich, die Rente ist sicher, nur die Frage bleibt, in welcher Höhe. Und genau dieser Punkt zeigt eigentlich auch wiederum, warum, wie gesagt, wir jetzt auch sowohl bei Aktien mit Kopf, also bei Steuern mit Kopf, uns einfach verstärkt diesem Thema, ja, sag ich mal, widmen werden, auch steuerpolitischer Natur, damit einfach hier den Leuten, zumindest aus meiner persönlichen Warte, nochmal bewusst wird, wie wichtig es eigentlich ist, sich nicht an dieser Stelle auf die Rente zu verlassen, sich an dieser Stelle nicht auf einen Staat zu verlassen, der in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch in der Lage ist, Sozialleistungen in diesem Umfang der letzten Jahre zu leisten. Wir können uns das, und das ist auch der Punkt, was unter dem gestrigen Kommentar eine Frage war, gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung, wie viel wir im Jahr für Bürokratiekosten ausgeben und wie viel wir einnehmen dadurch. Also ganz grob gerechnet ist es so, wir haben letztes Jahr, ich glaube, es waren um die 20 Milliarden negativen Finanzierungssaldo gehabt. Bedeutet es, wir haben knapp 870 Milliarden an Steuern und Abgaben eingenommen und knapp 900 Milliarden ausgegeben. Also bedeutet, wir leben auch jetzt schon in Deutschland über unsere Verhältnisse. Und wenn man sich, vielleicht finde ich eine Grafik, dann blende ich sie euch mal kurz ein, wie sich das zusammensetzt mit den Auszahlungen. Ein großer Block ist hier schon Familie und Soziales. Das heißt, der größte Block ist eigentlich der Familien- und Soziales-Teil, der hier pro Jahr ganz einfach an die Personen zurückfließt. Und das ist durchaus ein Thema, wo man sagen kann, hier muss man durchaus kritisch auch sich hinterfragen, können wir uns das in den nächsten Jahren noch leisten? Meines Erachtens nicht. Ich bin glücklich, dass ich nicht mehr in die deutsche Rentenversicherung einzahlen muss. Bin natürlich jetzt im Versorgungswerk, wo ich auch gerne das Geld anderweitig verwenden würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber grundsätzlich, ich zahle nicht mehr in das, meines Erachtens, größte Schneeballsystem unserer Generation, in das deutsche Rentenversicherungssystem ein. Und kann dadurch hier sinnvolle Anlagen am Aktienmarkt, am Kryptomarkt, der Aktienmarkt wisst ihr, ich habe verkauft, Immobilienmarkt und Ähnliches durchführen und bin zwar selbst am Ende für alles verantwortlich, aber muss nicht im Großen und Ganzen hier darauf hoffen, dass ich vielleicht in, sagen wir mal, 32 Jahren, theoretisch dann bin ich 67, wenn ich in Rente gehen sollte, wahrscheinlich eher mit 70, also in 35 Jahren, dass ich dann von irgendeinem, ja, sag ich mal, fiktiven System, was es dann geben wird, vielleicht ein paar Euro bekomme. Dann sind wir ehrlich, auch wenn du heute gut einzahlst die Rente, am Ende wird es wahrscheinlich nur für eine Wurstsemmel reichen. Und das ist zum Beispiel auch, was ich bei vielen Mandanten bei uns sehe, die sehr lange, sehr, sehr viel gearbeitet haben, durchgehend, auch wenn wir Erbfälle haben und Ähnliches. Wenn man sich dann anschaut, was diese Personen im Leben geleistet haben, sei es in der Pflege, sei es zum Beispiel jahrelang im Verkauf gewesen, bei, sag ich mal, Discountern, bei in Warengeschäften oder Ähnliches als Angestellte. Und am Ende blieb nichts übrig. Und das ist durchaus ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss, darauf muss man sich vorbereiten. Und das passiert nur, wenn man auch steuerpolitisches Wissen hat und nicht nur weiß, wie fülle ich eine Steuererklärung aus, wie funktioniert die Umsatzsteuer, wie funktioniert die Einkommensteuer, sondern auch, wenn ich weiß, wie funktioniert Gesetzgebung und vor allem, wie funktioniert Steuerpolitik.